Hi ihr Lieben, ich bin's, eure Zimt, mit meinem Neuzugänge-Video für den letzten Monat, für den Oktober. Ich bin ein bisschen spät dran, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Wir haben ja schon Mitte November und ich kann euch schon mal spoilern fürs nächste Video, dass die Neuzugänge vom November richtig, richtig toll sind. Ich freue mich da so mega doll drauf. Aber auch die vom Oktober haben es in sich. Ich habe hier einen kleinen Stapel. Ich freue mich über jedes einzelne davon. Und wie die zu mir gekommen sind und was das so ist, zeige ich euch jetzt. Als erstes einmal habe ich dieses schöne Schätzchen hier bekommen. Die Schlange von Essex und oh mein Gott, das Cover. Ich finde es so unfassbar schön. Jetzt in der Kamera wirkt es vielleicht ein bisschen zu bunt, zu viel, aber so in real ist es einfach nur wunderschön hier mit diesem grünen geschlängelten, mit dieser sprichwörtlichen Schlange. Die Farben, die sind so herrlich. Ich finde es halt auch schon von den Farben her direkt etwas Herbstliches mit diesem ganzen grün, gelb und orangetönen und dann diesem dunklen schwarzen Hintergrund. Ich finde es also wirklich so schön. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich direkt rein verliebt und dachte so, oh mein Gott, was ist das? Meine Güte, so hübsch. Ich habe es bei Lovely Books das allererste Mal gesehen, denn es gab eine Leserunde dazu, auf die ich mich auch sofort beworben habe. Dieses Buch hat den britischen Buchpreis 2017 gewonnen und dem als Anlass konnten die das eben in einer Leserunde verlosen. Ich habe mich so drauf gestürzt, aber zurzeit habe ich kein Glück bei Lovely Books. Alles, worauf ich mich bewerbe, geht an andere Leute und das schon irgendwie bei seit 15 Büchern. Ich bin ziemlich deprimiert. Auch zum Beispiel bei John Green, der gibt es jetzt ja auch oder gab es jetzt eine Leserunde zu Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken. Und ich bin ein absoluter John Green Fan und habe mich da auch sofort drauf beworben. Hab's auch nicht gewonnen. Danke, Lovely Books. Was ist da los? Zu Anfang habe ich ziemlich viel immer gewonnen und jetzt gar nichts mehr. Bin ein bisschen deprimiert. Der Grund, warum ich dieses Buch trotzdem jetzt in den Händen halte und lesen darf, ist eine ganz, ganz liebe Kollegin und Freundin, die das als Leseexemplar bekommen hat und gesagt hat, du kannst du haben. Also ich habe sie gefragt und sie praktisch angefleht, bitte, bitte, ich will es unbedingt haben. Und dann meinte sie, klar, kannst du mitnehmen. Und vielen, vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle. Ich freue mich da so doll drüber und ich wollte es eigentlich sofort lesen, hänge aber zurzeit noch bei zwei anderen Büchern fest, aber danach, also so ewig lange wird es nicht auf dem Sub liegen, denn auch der Klappentext und die Handlung klingen so unfassbar schön. Wir sind hier in London im Jahre 1893. Die Protagonistin heißt Cora Seaborn. Und ihr Mann ist gerade gestorben. Sie ist nicht ganz so traurig drum und möchte jetzt sich der Wissenschaft widmen, ihren eigenen Interessen nachgehen. Und natürlich gibt es einen neuen Love Interest in ihrem Leben, der sehr religiös eingestellt ist. Und auch die Frage bei Lovely Books war, kann die Liebe bestehen, wenn, ja, wie rum war das? Wenn so ein großer Interessenskonflikt besteht, also wenn der eine komplett auf Wissenschaft und der andere so komplett religiös geprägt ist, kann das trotzdem die Liebe überwinden. Ich bin der Meinung, nicht so unbedingt. Habe das auch näher ausgeführt, aber das wird hier wahrscheinlich jetzt zu lang. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das die Autorin Sarah Perry in diesem wunderschönen Buch geregelt hat. Es ist aus dem Eichborn Verlag, den ich ziemlich, ziemlich cool finde, weil er auch diese kleine Fliege da unten hat und weil er ganz, ganz abgefahrene Bücher macht, die mal so was Besonderes sind. Also einen Durchbruch hatten sie zum Beispiel mit dem Buch Er ist wieder da, diesem Weißen mit dem schwarzen Bärtchen, das ich einfach so mal jenseits von Mainstream fand. Und ich hoffe einfach auf dieses gute Schätzchen hier. Ich habe schon an vieler Stelle gehört, also auch zum Beispiel It's Funk. Die Isa von It's Funk hat schon gelesen und abgesehen von so ein, zwei kleinen Abstrichen, da nur von geschwärmt. Und deshalb wird es nicht lange auf meinem Sub liegen. Und ich freue mich so riesig. Ich habe dann später noch auf dem Nachhauseweg, ich weiß gar nicht mehr wovon, aber ist ja auch egal, ab und zu ist man ja mal unterwegs, mit dem Fahrrad fahrend, bei einer kleinen Kiste gehalten. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich das immer ziemlich cool finde, dass es hier so viele Pappkartons auf den Straßen gibt, mit Sachen zu verschenken. Oft ist da irgendein Schrott drin, wie Töpfe und Pfannen, was ich jetzt persönlich nicht so unbedingt mitnehmen würde von der Straße. Aber bei Büchern, gerade wenn es halt noch nicht geregnet hat, finde ich so etwas sehr, sehr cool. Und da ist mir dieses hier unter den
über den Weg gelaufen, unter den Weg und das Fahrrad geraten, nein Quatsch, über den Weg gelaufen von Marc Levy, solange du da bist. Hier muss ich noch ein bisschen poolen, aber dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wie man Bücher ein bisschen aufhübschen kann und vor allem diese blöden Aufkleber. Schaut da auch gerne nochmal vorbei, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Zu diesem Buch. Es ist ein älteres Buch. Marc Levy schreibt ziemlich viel und immer so ein bisschen, fast so ein bisschen übernatürliche, tiefgründige Liebesgeschichten, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Und hierzu gibt es auch einen Film mit Reese Witherspoon in der weiblichen Hauptrolle, bin ich der Meinung. Denn es geht um einen Typen, der neu in eine Wohnung einzieht. Und in diesem Wohnung steht plötzlich eine Frau und schreit ihn an, was er da zu suchen hat. Sag ich nicht. Es war ein großartiger Film und ich hoffe, dass das Buch ebenso großartig ist. Der Film ist mir noch relativ präsent, obwohl ich ihn vor Ewigkeiten, also wirklich Jahren, gesehen habe. Mal gucken, wann ich es lese. Aber ich bin sehr froh, dass jetzt ein Marc Levy bei mir eingezogen ist, denn ich mag den Autoren sehr gerne. Ich habe auch so ein paar Hörbücher von ihm schon gehört, besitze aber nichts von ihm. Und dann gleich eben mit diesem Klassiker, solange du da bist, einzusteigen, ist, denke ich, sehr cool. Und ich freue mich, habe mich sehr gefreut, als ich das eben zum Verschenken auf der Straße gefunden habe. Und jetzt hat es ein neues Zuhause bei mir. Es ist auch schon ein bisschen gelesen, also hier zum Beispiel so ein bisschen rund gelesen und ein paar Leserillen drin, aber ich finde das ja immer nicht so schlimm. Und vorne drin war sogar noch eine ziemlich seltsame Postkarte. Ja, kann passieren. Dann habe ich mir außerdem auch ein Leseexemplar mitgenommen, was vom Thema her nicht so hundertprozentig meins ist, denn es geht um einen Mordfall. Und zwar in diesem Buch hier. Ein angesehener Mann von Abir Mukherjee, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihr seht, das Gold ist schon ein bisschen abgewetzt, es ist auch schon gelesen worden, es ist ein Leseexemplar. Dieses Buch spielt in Kalkutta in den Jahren 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Mann geht eben nach dem Ersten Weltkrieg zurück nach Südafrika, Kalkutta. Ich weiß gar nicht genau, wo Kalkutta liegt. Ist ein bisschen peinlich. Und auf jeden Fall klingt der Klappentext so großartig. Mache ich ja nicht oft, aber ich muss ihn euch geben. Kalkutta 1919. Aus dem großen Krieg zurückgekehrt findet sich Sam Wadenham als Ermittler in einem Moloch aus tropischer Hitze, Schlamm und bröckelnden Kolonialbauten wieder. Doch er hat kaum Gelegenheit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, denn ein Mordfall hält die Stadt in Atem. Seine Nachforschungen führen Sam in die opiumgetränkte Unterwelt Kalkuttas und immer wieder an den Rand des Gesetzes. Intelligent und mitreißend. Ich finde, das klingt richtig gut und wie gesagt, auch wenn ich mich mit Morden teilweise immer ein bisschen schwer tue, so klingt das hier nicht nach einem typischen Krimi, sondern nach einem sehr intelligenten, ja, Buch von damals. Und auch die Stadt Kalkutta finde ich sehr, sehr interessant, weil es jetzt mal nicht die typische Stadt ist, in der sonst Bücher spielen. Also ich bin sehr gespannt und ich finde es tatsächlich auch sehr schön. Also es ist ein bisschen ärgerlich, dass diese Goldschrift hier schon so abgegriffen ist, aber hier unten, ach, das ist kein Aufkleber, sondern Aufdruck. Ich hasse es ja immer. Na gut, aber sonst finde ich es sehr, sehr hübsch, das Buch. Dann ist ein weiteres Leseexemplar bei mir eingezogen und zwar dieses hier, Gold, Ruhm, Zitrus. Habe ich noch nie vorher gesehen und gehört, bis es mir dann halt in die Hände gefallen ist. Und auch die Autorin Claire Way Watkins. Way? Was ist denn das für ein Name? Was ist denn das heute? Na egal. Auch die Autorin sagt mir nichts, aber das Buch klang richtig, richtig spannend und richtig gut. Wir sind hier in Kalifornien, allerdings in einem Kalifornien, das ein bisschen dystopisch ist, würde ich mal schon fast sagen. Vielleicht in der Zukunft oder so etwas. Man weiß nicht, wann es das letzte Mal geregnet hat. Wir haben eine riesengroße, ewig währende Dürreperiode hier, unter der die Menschen sterben, zugrunde gehen. Und alles ist einfach nur ganz furchtbar. Die Menschen harren aus, wissen nicht wirklich, ob sie nochmal irgendwann, ja, ob sie diese Dürre durchstehen können oder nicht. Folgen hier zwei Figuren, einmal Liz und Ray.
Und zu ihnen stößt ein kleines Mädchen namens Ik. Also die Namen heute sind wirklich faszinierend, finde ich. Naja, und auf jeden Fall wagen sie dann die Reise nach Osten in der Hoffnung, dass sie dann eben diese Dürreperiode oder diesen Landstrich, in dem es die Dürreperiode gibt, durchwandern können und dann da rausgehen können und ein neues Leben irgendwo beginnen können, wo es nicht so entsetzlich heiß und trocken ist. Es klingt sehr, sehr spannend und mal ebenfalls nach einer ganz anderen Thematik. Ich bin sehr gespannt, was hier Gold, Ruhm und Zitrus für mich bereithält. Und noch ein letztes Buch ist bei mir eingezogen und ja, ich bin süchtig. Nach Mona Karsten. Nachdem ich die anderen jetzt auch beendet habe, die beiden zuvor, mehr erfahrt ihr dann in den nächsten Videos, durfte jetzt viele gern bei mir einziehen und auch dieses Buch wird nicht lange auf meinem Sub liegen, denn irgendwie bin ich so in the mood, diese Art von New Adult, Young Adult zu mir zu nehmen. Ich finde, sie hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil, einen sehr, sehr lebendigen. Ja, man fühlt sich irgendwie so direkt immer mittendrin und mitten in der Runde. Und ihr kennt es wahrscheinlich alles und habt es schon rauf und runter bei anderen, in anderen Videos gehört und selbst gelesen und so weiter. Hier geht es um Sawyer, also die Mitbewohnerin von Dawn, und da war auch mal was mit Caden. Und Isaac, den Kommilitonen von Dawn. Ja. Und die beiden passen so auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Er ist ein bisschen nerdig und hat es mit Frauen nicht so ganz so leicht. Und sie ist ziemlich, einige würden bitchig sagen. Sie ist da sehr straight und hat wohl auch so ganz schön doll ihr Päckchen zu tragen. Und es wird spannend, es wird romantisch. Und wie das nun mal bei New Adult so ist und wie das bei Mona Karsten so ist, ja, werden wir hier wahrscheinlich eine ganz, ganz krasse Lebensgeschichte haben und böse Familienverhältnisse oder Familienverhältnisse oder sonst etwas. Und ich bin einfach gespannt, weil ich ihren Schreibstil echt richtig feiere. Und sonst tue ich mich mit New Adult immer so ein bisschen schwer, aber der Schreibstil macht es echt aus. Ich finde es hervorragend. Also die anderen beiden mochte ich echt gerne. Und so wird auch dieses Buch nicht lange auf meinem Sub liegen. Das sind die 5, die bei mir neu eingezogen sind. Ich freue mich riesig doll über die. Gerade, dass eben dieses gute Schätzchen trotz nicht gewonnener Leserunde doch bei mir eingezogen ist und auf Mona Karsten, die ich einfach feiere ohne Ende. Und die anderen drei klingen auch einfach richtig gut und ich freue mich so. Welche davon kennt ihr? Welche habt ihr schon gelesen oder möchtet ihr noch lesen? Und was ist bei euch so Neues dazu gekommen, worauf ihr euch freut? Schreibt es mir wie immer gerne unten in die Kommentare, dann können wir eine Runde schnacken, was mich immer sehr, sehr doll freut. Ach, schwer. Und sonst, meine Lieben, wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit mit tollen Seiten vor euch. Knuddelt euch bei diesem herrlichen Herbstwetter ein und da ist Lesen einfach perfekt. Ich komme zurzeit leider nicht ganz so viel zum Lesen, also von... Ich lese sehr, sehr viel, aber nicht so Privatbücher, sondern sehr viel für die Uni. Aber auch das ist normal. So. Ich wünsche euch was und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.